glaube, das ist ein Tag, den vergisst man nicht. 4 oder 5 Minuten Spielzeit, das ist für mich was gefühlte Ewigkeit. Das hier ist jetzt rechts meine Schule. Also meine ehemalige, meine Grundschule. Hier bin ich dann immer zur Schule gegangen, von der 1. bis zur 4. Klasse. Er war ein Typ, wie man sich im Fußball eigentlich vorstellen kann, wenn er mal was Größeres werden will. Jetzt knallt's. Boah, oh, dieser Ton, ne? Ich glaube, den lieben sie hier in Strehlach. Auf Arnold! Und beispielsweise über Rodriguez und Arnold! Oh, der Youngster bringt Wolfsburg in Führung. Ich sollte niemals nie sagen, aber ich glaube, ich würde den Verein jetzt nicht mehr für irgendjemanden verlassen, das muss ich auch sagen. Wir sind in Sachsen, genauer gesagt in Strehlach. Direkt an der Elbe gelegen ist dies die Heimat von Maximilian Arnold. Hier ist unsere Nummer 27 aufgewachsen und hat das erste Mal seine Fußballschuhe geschnürt. Hier, das ist so, das ist eigentlich der heilige Rasen, hier durften wir nie drauf. In der Jugend, weil wirklich nur wenn Turnier war, fürs Training durften wir nicht drauf. Weil wir ja mit unseren, ich sag mal 12 Kilo, wir haben ja, hätten ja den Platz richtig kaputt gemacht. Also das und hier haben wir dann immer so Turniere gespielt, auch also mal auf Kleinfeld, also ja nur auf die Hälfte von dem ganzen Platz. Und ja, das ist so diese Erinnerung, wo es dann halt einfach losging, wenn man dann Bilder noch so sieht, wenn man wirklich mit 6, 7, 8 hier gespielt hat, das war schon, ja, das war was Schönes so, also wirklich so was ganz Besonderes. Rund 3600 Einwohner hat die Stadt Strehlach im Landkreis Meißen. Unweit vom Sportplatz entfernt lebt Max erster Trainer im betreuten Wohnen. Tür an Tür übrigens mit Max Großvater. Siegfried Reiche trainierte Max in der F-Jugend und schon früh bemerkte er das große Talent, was im heute 27-Jährigen schlummerte. Er war ein Typ, dem habe ich eigentlich, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber nach 4 Wochen. Habe ich zu meinem Chef hier vom Sportverein Strehlach gesagt. Ich sage, Kinder, ich glaube, Maximilian, das wird mal Fußball. Er hatte von vornherein eine Veranlagung im Schuss. Da konnte man sagen, als hätte der schon ein paar Jahre trainiert. Da war ein Ansatz, wie der zum Ball lief und wie der schoss. Das war so was Außergewöhnliches für mich. Siegfried Reiche und Max Arnold sehen und tauschen sich regelmäßig aus. Insgesamt ist Max noch sehr häufig in der Heimat bei seiner Familie. Er ist eng verbunden mit Strehlach und nimmt uns mit auf eine kurze, aber schöne Sightseeing-Tour. Das hier ist jetzt rechts meine Schule, also meine ehemalige, meine Grundschule. Hier bin ich dann immer zur Schule gegangen, von der 1. bis zur 4. Klasse. Wenn man jetzt hier links abbiegen würde, da hinten ist ein Dönermann, das schmeckt auch echt gut, kann man nur empfehlen. Hier auf der rechten Seite, was hier zu kommt, das ist hier dieser Platz mit dem Trafohäuschen und hier habe ich immer dagegen gekickt. Ja, das ist hier meine, ich sag's mal, meine Spielwiese gewesen. Ja, im Hintergrund siehst du, dieses Trafohäuschen war dann mein Tor und da habe ich dann immer wirklich gekickt ohne Ende und wie du ja schon sagst, es war nicht weit weg. Ich konnte hier immer spielen, ich konnte immer schießen und ja, für mich was ganz Schönes war, hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin. Jetzt knallt's. Boah, oh, dieser Ton, ne? Ich glaube, den lieben sie hier in Strehlach. Vom BSV Strehlach aus ging es zum SC Riesa, wo Max weitere 3 doch recht unbeschwerte Jahre verleben konnte. Es war aber dann noch nicht so irgendwie, also ich bin dann immer mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Da musste ich durch so eine kleine Mall und da gab es so ein, ich nenne es mal, das sind so diese 1-Euro-Shops gewesen dann in so einer Mall. Und dann habe ich immer vorm Training so mein Taschengeld immer so mal Süßigkeiten geholt, also völlig... Das passte ja auch gar nicht, aber mal vor dem Training so eine Tüte Gummibären mitgenommen. Und da war schon die Hälfte vor dem Training leer und nach dem Training war dann alles weg. Das war so meine Zeit, die ich da mit den Riesen auch hatte. Verrückt.
Doch dann wurde es ernster mit der Fußballerkarriere. Der nächste Schritt war der erste wirklich große für Max Arnold. Es ging weg von daheim, direkt ins Sportinternat von Dynamo Dresden. In der ersten Woche war das wirklich cool, so weg von zu Hause, weg von den Eltern, so wie man diesen jugendlichen Leichtsinn einfach hatte. Ich hatte noch ein Zimmer, jemand, mit dem ich mir das Zimmer geteilt habe. Und ab der zweiten Woche, ist ganz komisch, hatten wir Heimweh. Ich habe geheult. So, der hatte noch Höhenangst. Der konnte nie auf den Balkon rausgehen. Also das war manchmal wirklich von 8 bis 11 abends haben wir geheult. Und irgendwann war dann wirklich so, waren wir einfach zu kaputt und sind dann eingeschlafen. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Das Einzige, was mir da wirklich geholfen hat, war diese Liebe zum Fußball. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Auch wenn es ein schwieriger Beginn war in Dresden, Max ging seinen Weg weiter. Und wer viel trainiert, der braucht auch gutes Material. Ich brauchte dann auch immer Fußballschuhe. Da war es immer so, ich habe dann bei eBay geschaut und hatte dann so diese Originalschuhe, konnten wir uns nicht leisten, weil die 200 oder 220 Euro gekostet haben. Und dann habe ich die bei eBay für 130 oder 120 Euro gekostet. Und dann bin ich zu meinen Eltern, ich wusste schon, es wird eine Diskussion, brauche ich denn jetzt schon wieder Schuhe? Und immer dieselben Thema, wir sind vier Kinder und wie sollen wir das machen? Und dann habe ich immer gesagt, hat meine Mama gesagt, okay, du musst Oma und Opa anhauen. Bin ich zu Oma und Opa, habe dann gesagt, ich bräuchte bitte Unterstützung für meine Fußballschuhe. Und Oma und Opa waren, das glaube ich, das zeichnet jetzt auch so, oder darüber bin ich sehr froh drüber, sie waren sehr, sehr bodenständig. Ich glaube, dadurch weiß ich einfach, was für einen Bezug man zu Geld hat. Und die wussten, die hatten immer mal 40, 50 Euro, haben sie mal dazu gesteuert. Und dann habe ich mein Taschengeld noch dazu gesteuert, was ich dann noch so hatte. Und ich musste aber noch ein bisschen Geld für, das hat dann immer noch nicht gereicht, muss meine Eltern. Und die haben das gemacht, okay, aber ich musste Rasen mähen. Ich musste Geschirrspüler ausräumen, ich musste Müll rausschaffen, ich musste mit beim Einkauf helfen. Und das Schlimme, man ist ja so dann irgendwann in so einem Alter, wo man sagt, oh, muss das sein, so mit Pubertät und etc. Aber ich habe das für mich dann gesagt, ich brauche meine Fußballschuhe und stelle ich mich in Dienst, dann mache ich die Knechtarbeit. Dann kam der Schritt, der jedes VfL-Herz höher schlagen lässt. 2009 entschied sich Maximilian Arnold für einen Wechsel von der Elbe an die Aller. Wobei es auch damals schon andere Interessenten gegeben hat. Ich hatte ein Probetraining, weil ich hatte mit Dynamo konnte man schon bei gewissen Nationalmannschaftslehrgängen wurde ich mit eingeladen zu Sichtungslehrgängen. Und dann hat sich unter anderem der VfL gemeldet und hat gesagt, ja, wir würden gerne zum Probetraining einladen. Da habe ich gesagt, klar. Dann sind wir gekommen, haben meine Eltern mitgenommen und die haben mich hingefahren. Und dann kommen wir in die Stadt rein und ich sehe nur VWs. Das war die erste Begegnung, die ich hatte, ich sehe nur VWs. Dachte ich mir, wow. Ich habe noch nie so viele VWs gesehen. Gucken wir das hier mal an. Hatte bei Manfred Mattes, absolute Legende hier in Wolfsburg. Bei dem konnte ich mittrainieren in der U17. Und hatte eigentlich für 3 Trainingseinheiten sollte ich mitmachen. Nach 2 haben sie schon gesagt, okay, wir würden dich gerne nehmen. Und am erst an dem einen Abend, ich habe da auch im Internat geschlafen, dann schon, um das kennenzulernen, und dann an dem einen Abend haben mich dann die Jungs, der jetzt Paddy Trevis, der auch hier Profi geworden ist, der dann jetzt, der spielt bei Sandhausen, spielt der jetzt, die und noch 2 andere, die haben mich dann mitgenommen ins Kino. So. Und das war für mich so krass, also so ein brutal schönes Gefühl, auch so, dass sie mich einmal gleich mitgenommen haben. Ich meine, so, ich kenne das gar nicht, ich habe das nicht so gekannt auch, und da wusste auch jeder von der Waschfrau bis hin zur Köchin, wer ich bin, und das war so. Also es hat sich so eingebrannt bei mir. Ich hatte noch damals Probetraining bei Borussia Dortmund. Aber mir hat das absolut nicht so gepasst wie hier. Und dann stand für mich die Entscheidung fest, dass ich hier nach Wolfsburg wechsle. In Wolfsburg wurde Max zunächst in der U17 und U19 eingesetzt. 2011 und 2013 wurde er mit den A-Junioren deutscher Meister. Und ein gewisser Meistertrainer zog ihn hoch zu den Profis. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie du zum Training kamst, und damals schon beim ersten Mal habe ich mich gewundert, wie gut du die Standardsituation geschossen hast. Du warst mit Abstand als Jugendspieler der Beste auf dem Trainingsplatz, der die Ecken und die Freistöße super reingebracht hat, und das war schon
beeindruckend für einen Spieler in deinem Alter und auch natürlich dein Einsatzwille, deine Bereitschaft, deine Intention im Spiel war außergewöhnlich. Da er noch keinen Führerschein besaß, hatte ich die Ehre, Taxi für ihn zu spielen, was ich natürlich gerne gemacht habe. Und habe ihn dann immer am Internat abgeholt und nach dem Training da wieder abgesetzt. Also von daher verbindet uns wirklich sehr, sehr viel. Nicht nur die Taxifahrten, die ich vorgenommen habe, sondern auch ja, die ganze Zeit, die wir zusammen durchlebt haben, hier beim VfL Wolfsburg, Höhen wie Tiefen. Ich war dann ein bisschen ein älterer Spieler, eher ein jüngerer Spieler und wir haben uns da sehr oft ausgetauscht über den Club, über das Dasein als Profi und ja, war schon so, dass er, glaube ich, viele Dinge mitnehmen konnte, aber es ist auch immer so, dass man als Älterer doch auch immer davon profitiert, wenn man sich mit Jungen austauscht. Max ging seinen Weg, präsentierte sich im Training immer hungrig und dann kam der 26. November 2011. Mit 17 Jahren, 5 Monaten und 30 Tagen ist Arnold bis heute der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten für den VfL. Ich glaube, 85. oder 86. Minute mit mir, der ist eingewechselt. Damals, ich glaube, er war 17 Jahre alt, erstmal so mit Profi trainiert. Ne? Und ja, ich bin sehr gut beeindruckt, dass er sofort ja, Profibereich sofort funktioniert. Ja? Und ja, und seine Persönlichkeit auch top. Ja. Ich glaube, das ist ein Tag, den vergisst man nicht. War es das erste Mal, dass ich im Kader dabei war, den Tag vorher. Und dann habe ich an dem besagten Tag dann mein Bundesliga-Debüt gegeben für den VfL. Und ich kann mich vage an vieles erinnern, weil ich einfach viel zu sehr mit allem beschäftigt war, nur nicht mit dem, was ich machen sollte. Und ich glaube, es waren nur 4 oder 5 Minuten Spielzeit. Das ist für mich war es gefühlte Ewigkeit. Und ja, wird man so nie vergessen. Aber nicht nur den Rekord des jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten beansprucht Arnold für sich. Ebenso ist der heute 27-Jährige auch der jüngste VfL-Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Ebenfalls ein Moment, den er niemals vergessen wird. 13. April 2013. Ist auch lustig. Da habe ich so eine kleine Collage von meinen Eltern bekommen. Das ist mein erstes Bundesliga-Tor gewesen gegen Hoffenheim zu Hause. Zum, ich glaube, 1-0 war das. Ja, so, ich habe es immer noch vor Augen. Ricardo Rodriguez wollte schießen. Er hat so ein richtig, der wäre irgendwo hingegangen, nicht dahin, nur nicht ansatzweise Richtung Tor. Dann habe ich ihn mit rechts nicht angenommen, weil ich habe ihn versucht zu stoppen. So, und dann ist er mir hochgefallen und dann habe ich gleich mit links geschossen ins rechte Eck. Und ich habe sogar noch von Mathieu Delpierre den Fuß berührt. Das tat dann auch irgendwie danach weh. Das habe ich aber in dem Moment gar nicht gespürt. Aber ich war einfach so perplex von dieser Situation. Und ja, war geil. Okay. Ja, ich wusste auch nicht, was ich da richtig mache. Meine Kumpels, die haben auch geschrieben, sag mal, Junge, du musst dir schon mal ein bisschen was einfallen lassen. Also ein bisschen, ich bin wie eine Bratwurst da irgendwo rumgelaufen. Also es war wirklich, es war ganz schlecht, ja. Es war wirklich schlecht. Ein weiterer Rekord, den Max innehält, aber ganz und gar nicht stolz drauf ist, war gegen Hannover 96. Felix Brüch hat mich runtergestellt nach einem vermeintlichen Foul an Karim Hagi. Und ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin da auch der jüngste Rotsünder. Auf das bin ich auch nicht so stolz. Also das Lustigste an der Sache, denn ich hatte meine Frau, die war da im Stadion. Und weiß ja, Hannover nicht so weit weg war. Und schlussendlich, ich bin dann in die Kabine, ich war völlig am Boden, da höre ich auch mal mein Handy so vibrieren. Und dann, ich war auch so völlig geschockt und dann bin ich auch ans Telefon dann gegangen, so, das war ganz komisch und dann war sie so dran und dann sagt sie so, was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich das wissen? Ich weiß auch nicht, kannst du nach Hause fahren oder du schaust das Spiel noch an. Und dann hat sie gesagt, okay, dann fahre ich jetzt nach Hause. So. Und dann war ich halt in der wirklich am Boden zerstört. Und dann war die Halbzeit, dann kommt jeder und sagt, ja, passiert, Kopf hoch.
Aber das hilft in dem Moment gar nicht. Und dann denke ich mir, bin ich so im Duschen. Und auf einmal, ich glaube, in der 56. oder 60. Minute kommt Tim Klose auch noch. Ich sage, wurdest du ausgewechselt? Ich sage, nee, ich habe gelb-rot. Das waren dann zwei rote Karten gegen Hannover. Das war ein super Saisonstart für mich. Ich hatte ein bisschen zu knabbern dann auch daran. Ich war zwei Spiele gesperrt, konnte dann auch nur bei den Amateuren dann einmal spielen. Und dann war das so, dass ich noch mal im Kader war, aber ja, dann hatte ich keinen Einsatz am vierten Spieltag gegen Hertha. Und am fünften Spieltag war ich dann gar nicht im Kader, musste ich dann bei der U23 spielen. Und dann kam das besagte Spiel gegen Eintracht Braunschweig, was wir hier verloren haben mit 2:0. Und dann war Länderspielpause, dann war ich bei der Nationalmannschaft und dann hieß es so, ja, wir müssen was ändern. Und dann habe ich nach dem Spieltag in Augsburg dann gespielt und dann auch getroffen. Und seitdem bin ich eigentlich drin in der Mühle Profifußball. Die Mühle Profifußball ist ein guter Stichpunkt. 12 Jahre ist Max mittlerweile ein Wolf. Wir erinnern uns alle an die großartigen Zeiten zurück. DFB-Pokalsieger 2015, Champions League-Abende gegen Real Madrid oder aber auch der U21-EM-Titel, wo er das Team von Stefan Kunz als Kapitän zum Pokal führte. Aber die wirklich prägenden Momente waren für Max andere. Ja, da gegen Pein Ost war schon wirklich so ein hätte nicht schlimmer kommen können. Am letzten Spieltag ja da in Hamburg da verloren und so da deswegen in die Relegation gekommen. Und dann spielen wir halt noch gegen die. Und es war so, ich konnte das gar nicht so richtig kanalisieren. So für mich, ich bin so einer, ich mache mir immer einen Kopf über viele Dinge, so bin ich einfach. Und deswegen, es war dann schon echt bitter, weil man auch so das Gefühl hatte, man enttäuscht einfach so. Man ist einfach nicht so dafür, für was ich, sag mal, quasi bezahlt werde. Das übe ich dann in dem Moment nicht richtig aus. So. Und nicht so, dass man dann auch sagt, zufriedenstellend, dass wir das nicht erleben müssen. Und deswegen war das, dieses Jahr war es so knallhart, so, wo ich dann einfach gemerkt habe, dann kam der Trainer auch noch, der dann erzählt hat, ich mache dies und jenes zu viel und mache das nicht richtig. Dann habe ich manchmal selber noch den ganzen Scheiß geglaubt. Und dann konnte ich manchmal keinen Fuß nach dem anderen setzen. Und dann habe ich für mich gemerkt, zum Beispiel auch in dem zweiten Jahr war das ganz anders. Dann habe ich viel mehr Ruhe behalten, auch habe mich auf das Wesentliche dann auch konzentriert, was dann nicht ganz so einfach ist, weil dann geht es trotzdem, ist da viel Druck dabei. Aber dann habe ich daraus gelernt aus solchen Situationen. Und ich finde immer, man lernt mehr aus diesen schlechten Situationen als aus den guten Situationen. Aber nochmal gegen Pein Ost war so, ja, hätte nicht sein gemusst. Aber es war geil natürlich, nachdem Virinha das Ding da reingehämmert hat, wo wir dann wieder zu den Fans gelaufen sind. Das war das einzig Schade, ist nur, dass wir dann leider nicht richtig mit den Fans feiern konnten. Erst hinter der Tribüne, ja, dann irgendwie von Braunschweigern oder von den besagten Vereinen dann die Fans dann auf den Platz gelaufen sind. Das war dann schon ein bisschen bitter, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es war eine geile Party gewesen. Wir alle durften Max Arnold über die Jahre begleiten, wie er aus der Jugend zum Bundesligaspieler reifte, sich die ein oder andere gelbe Karte abholte und viele wunderschöne Tore für den VfL Wolfsburg geschossen hat. Doch wie er wirklich außerhalb des Platzes sich gibt und agiert, das schätzen am besten seine Wegbegleiter und Freunde ein. Maxi ist neben dem Platz ein überragender Typ, ein richtig feiner Kerl. Ich hatte das Glück, ich durfte viele, viele Jahre mit ihm zusammenspielen. Er ist ein toller Teamplayer, vor allem jemand, den man eben gerne auf dem Platz hat, weil er ein absoluter Kämpfer ist auf dem Platz. Er tut alles für den Erfolg. Manchmal gehen bei ihm, oder früher war es zumindest so, sind auch ganz viele Emotionen im Spiel, weil er halt unbedingt gewinnen will. Und das schätzt man als Mannschaftskollege natürlich extrem, wenn man sieht, dass da einer ist, der sich auf dem Platz zerreißt. Und wie ich schon gesagt habe, neben dem Platz ein sehr umgänglicher, liebenswerter Mensch. Und deswegen glaube ich auch in der VfL-Familie schon seit vielen, vielen Jahren extrem beliebt. Auf jeden Fall ein absoluter Familienmensch, der wirklich alles für seine Liebsten tun würde. Und hinzu ist er noch ein absolut positiv verrückter Typ. Privat ist er eigentlich ziemlich ruhig, weiß, was er will und beruflich wie privat auch. Ja, schon früh halt, dadurch, dass er schon früh von zu Hause weg ist, relativ früh schon so alleinstehend gewesen.
klar mit seiner langjährigen Freundin, jetzt Frau, schon immer verbunden gewesen, aber ja, ist schnell erwachsen geworden, muss da auch. Und neben dem Platz auch ein intelligentes Kerlchen, mit dem man viel Spaß verbringen kann, was manche wahrscheinlich gar nicht vor ihm denken, aber im Großen und Ganzen ein super Kerl. Aufgrund der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, aufgrund der Höhen und Tiefen, die wir auch zusammen durchlebt haben, haben wir natürlich einen extremen Austausch immer gehabt, auch zu der Zeit in Amerika. Ich glaube, dass man immer vorsichtig ist, wenn man jemanden als Freund bezeichnet, aber nachdem man so viele prägende Momente einfach zusammen hatte, ist es so, dass ich Maxi definitiv als Freund bezeichne, was ich nicht über viele Personen tue, aber das tue ich in dem Fall. Freund sein bedeutet immer sehr, sehr ehrlich zu sein, vielleicht dann auch jemanden dann zuallererst zu kritisieren und ihm zu sagen, was vielleicht nicht gut war. Deshalb kommt er da hier und da manchmal, glaube ich, in meiner Bewertung dann vielleicht zu schlecht weg. Es ist einer der bodenständigsten Menschen, den ich kenne, gerade im Fußball, im Profifußball. Er ist ein großer Familienmensch und ja, besorgt sich um alle, die ihm nahestehen. Und von daher ist er ja, ein super Typ, auf und neben dem Platz. Privat ist Arni ein sehr loyaler Mensch, der bodenständig geblieben ist, mit klaren Zielen und ja, Prinzipien im Leben. Und ja, was man klar sagen muss bei Arni, dass seine Familie an erster Stelle steht. Das erste Wort, was mir zu Max einfällt, ist Bodenständigkeit. Ich glaube, das ist ja, seine Stärke oder das, was ihn ja, vor allem heute auch noch auszeichnet. Mit dem Status, den er hat, ist er immer auf dem Boden geblieben. Ja, will immer an sich arbeiten und ja, sich verbessern. Ja, er ist unfassbar hilfsbereit, hat immer ein offenes Ohr auch, wenn jemand Probleme hat. Ich glaube, privat ist er eher ja, eine Person, die nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen will. Ja, das ist ein absoluter Familienmensch. Legt großen Wert auf seine Umgebung und dass ja Freunde und Familie da ja, Kontakt zu ihm haben und ja, um ihn herum sind, ist ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Jüngster VfL-Spieler aller Zeiten. Jüngster VfL-Torschütze aller Zeiten. Jüngster VfL-Rotsünder aller Zeiten und mit nunmehr 260 Bundesligaspielen ist Maximilian Arnold mit dem Spiel gegen den SC Freiburg nun auch zum Bundesliga-Rekordspieler des VfL Wolfsburg geworden. Verweist Vereinslegenden wie Diego Benaglio und Marcel Schäfer auf die Ränge. Ein weiterer Rekord, vielleicht sogar für lange, lange Zeit. Dennoch sind Max diese Rekorde allesamt nicht wirklich wichtig. Ja, es ist schon was Besonderes, aber es ist jetzt nicht so, also wenn das irgendwann mal gekippt wird dann, oder geändert wird oder dass jemand mich da mal unterbietet, dann sage ich Glückwunsch. Das ist schon eine Leistung. Es ist jetzt nicht so, wo ich sage, also wenn ich es jetzt nicht wäre und ich würde den gleichen Werdegang jetzt machen, dann wäre es für mich jetzt auch in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht ganz so heiß auf die Rekorde. Ich gönne Maxi diesen Rekord von Herzen. Ich finde, er ist genau der Richtige. Es ist schön, dass jetzt sein Name da ganz oben auf der Liste steht. Denn ich finde, es ist nicht nur für ihn, sondern auch für den VfL Wolfsburg eine tolle Geschichte. In einer Zeit, wo der Fußball sehr, sehr schnelllebig ist, wo es eher selten geworden ist, dass ein Spieler so lange beim Verein bleibt, finde ich es unglaublich schön, dass jetzt der Rekordspieler des VfL Wolfsburg jemand ist, der auch in der Jugend schon für den Verein gespielt hat. Und deswegen von meiner Seite her, ich gönne ihm das von Herzen, ich finde das toll und ich hoffe natürlich auch für ihn wie auch für den VfL, dass noch ganz, ganz viele Spieler dazukommen werden. Trotz alledem, sage ich mal, kann er unglaublich stolz sein auf das, was er bis dato geschafft hat. Aber ich möchte auch immer wieder betonen, dass es ja nicht nur ein Meilenstein für Maxi ist, sondern auch ein Meilenstein für den Club. Und deshalb hoffe ich auch wirklich von ganzem Herzen, dass er und auch vielleicht der ein oder andere Spieler bei uns im Kader, dass die auch den ein oder anderen Meilenstein erreichen. Dass der Maxi dann vielleicht der Erste ist, der die 300 durchbricht, Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg. Vielleicht auch 350, vielleicht auch 400. Was ja nicht nur
für ihn ein absoluter Meilenstein ist, sondern für uns auch als Club. Das spricht für Tradition, das spricht dafür, dass hier gut gearbeitet wird, weil man, wenn man einen Spieler in den eigenen Reihen hat, der 300 plus Bundesligaspiele für den eigenen Club absolviert hat, dann spricht das dafür, dass man über einen sehr, sehr langen Zeitraum in der Bundesliga war und auch permanent, sage ich mal, in der Bundesliga gut gespielt hat, aufgetreten ist. Und deshalb, wie gesagt, ist da eine große Freude über so einen Meilenstein, für ihn persönlich, aber nochmal, auch allen voran für uns als Club. Max ist nicht nur beim VfL zu einer Bundesliga-Persönlichkeit gereift, sondern hat in Wolfsburg mit seiner Frau Jenny auch eine Familie gegründet. Als mittlerweile zweifacher Papa von zwei Jungs hat er nicht nur zu Hause allerhand zu tun, sondern macht sich auch persönlich für Kids stark, die mit schweren Schicksalen zu kämpfen haben. Das Haus am Bernsteinsee, das ist ja, ich sag mal, da können sich Kinder von einer Krebsbehandlung erholen, Familien vor allen Dingen auch erholen. Für Familien wird dann einiges geboten in diesem Zeitraum. Das ist meistens 4 Tage von Donnerstag bis Sonntag, verbunden mit einem Heimspiel des VfLs. Das haben wir seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren sind wir da jetzt schon dran. Und der Kontakt ist damals beim VfL über den gemeinsamen Bewegentag gelaufen, der dann wirklich sehr besonders war und ich dann für mich festgestellt habe, ey, das ist was Besonderes. Und dann bin ich dann eingestiegen als Schirmherr und versuche, dass wir das wirklich 2-mal im Jahr dann hinbekommen. Durch Corona wurden wir jetzt ein bisschen ausgebremst. Aber was da für Kinder und auch für die Familien dann geboten wird, das ist etwas ganz Besonderes und das macht mich stolz. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann auch versuche, da zu sein, auch am ersten Abend zum Eröffnungstag. Und ich würde gerne mein Engagement noch gerne erweitern in vieler Hinsicht, weil ich das sehr wichtig finde. Speziell für Kinder ist das für mich, seitdem ich jetzt eigene Kinder auch habe, weiß ich auch, um was für eine, ich sag mal, luxuriösen Situation wir uns befinden, da meine Kinder beide gesund sind. Versuche ich dann viel mehr zu geben, aber mir fehlt leider manchmal auch die Zeit dafür. Deswegen, und ich finde, das ist immer wieder auch beim Thema Geld, das ist jetzt, ich finde, manchmal zu banal, einfach das Geld zu spenden, sondern ich muss dann auch komplett dahinter stehen und ich möchte dann auch mit 100% dahinter stehen. Und mir reicht es dann nicht, wenn man dann nur mal Geld gibt, sondern die Verantwortung oder diese Rolle, die ich habe, diese öffentliche Rolle, die kann man dann auch so nutzen und für viele Kinder dann auch ein Lächeln reinzaubern. Und das ist mir ganz besonders sehr, sehr wichtig und ich hoffe, wenn man den Kindern dann noch einen Gefallen tut und so wie die Resonanz der letzten Male ist, ist das etwas ganz Besonderes und ich würde das immer wieder machen und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal mehr Zeit finde, dann noch gewisse Dinge auszubauen. Maximilian Arnold und der VfL Wolfsburg, das passt seit 2009 mehr als gut zusammen. Und das wird auch bis mindestens 2026 so weitergehen, denn bis dahin läuft der Vertrag des 27-Jährigen. Und für danach hat Max eine klare Vorstellung. Ich würde den Verein jetzt nicht mehr für irgendjemanden verlassen, das muss ich auch sagen. Ich hoffe, dass ich dann in den 5 Jahren dann nochmal verlängern kann, dass ich dann mit 32 noch kein Opa bin, sondern dann, dass ich dann viel mehr auch mit Auge wegmachen kann, weil schnell bin ich ja nicht. Wir sagen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber Max, und freuen uns auf die kommenden Jahre mit dir beim VfL Wolfsburg. Aber das letzte Wort in diesem Film sollen ein paar andere bekommen. Lieber Maxi, endlich ist es soweit und du bist Rekordspieler des VfL Wolfsburg. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Ich finde, du bist auch absolut der Richtige, der jetzt da oben über allen anderen Spielern thront. Ich wünsche dir und dem Verein natürlich für die Zukunft nur das Allerbeste. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er weiterhin einfach von Verletzungen verschont bleibt. Fürs Sportliche wünsche ich ihm auch weiterhin, dass er weiter seine Spiele macht für den VfL. Ich glaube, er ist auch die Identifikationsfigur schlechthin vom VfL Wolfsburg. Ja, das mag er, glaube ich, auch ganz gern. Sonst würde er auch nicht, glaube ich, so häufig da verlängern. Und privat natürlich, dass seine Kinder gesund sind und bleiben, seiner Frau es gut geht, seiner ganzen Familie, dass sie weiterhin gesund bleibt. Und ansonsten alles Weitere wird man dann mal auf dem kühlen Blonden vielleicht mal so quatschen. Auf jeden Fall nur das Beste. Arne Junge, bleib gesund. Dann erreichst du alles, was du dir vornimmst. Und ich bin stolz auf dich. Mach weiter so. Hau rein.
dass er eigentlich den Weg, den er, seitdem wir jetzt in dieser Konstellation zusammenarbeiten, genauso weitergeht. Ich glaube, dass er seit 2018 wirklich eine tolle Entwicklung genommen hat, nicht nur als Spieler, sondern irgendwo auch als Persönlichkeit, als Führungsperson auf dem Platz. Im Moment ist er wirklich eine tragende Säule in unserem Spiel. Deshalb wünsche ich ihm in erster Linie mal viel Gesundheit, dass er den einen oder anderen weiteren Meilenstein durchbricht, für sich selbst, aber für uns auch als Club und natürlich seiner Familie alles Gute. Ja, der ist eine Figur vom VfL Wolfsburg und ja, letzte 5 Jahre unglaublich gute Entwicklung genommen, ne? Und ich wünsche ihm weiter alles Gute und bleib gesund. Und Familie auch. An erster Stelle natürlich Gesundheit. Das ist das Wichtigste für ihn, für seine Familie. Er hat ja mittlerweile auch schon 2 Jungs. Und das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wünsche ich ihm natürlich sportlichen Erfolg, dass es genauso weitergeht wie jetzt. Mit dem kleinen i-Tüpfelchen, dass er vielleicht für die Nationalmannschaft nochmal berufen wird. Ich denke, er hat es sich verdient und spielt seit geraumer Zeit auf einem echt hohen Niveau. Und ja, von daher alles Gute weiterhin. Ich bleibe an deiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles, alles, alles Gute und nochmal natürlich ein paar Jahre als VfL-Bundesligaspieler und als vielleicht auch der Spieler, der für den VfL die meisten Tore in der Europapokalsaison schießt. Alles Gute, lieber Maximilian. Tschüss. Dass er erstens gesund bleibt, dass seine Familie gesund bleibt, dass vielleicht noch ein drittes Kindchen dazukommt irgendwann. Und ansonsten soll er so bleiben, wie er ist und vor allen Dingen noch viel, viel mehr Spiele für den VfL Wolfsburg machen als bisher. Lieber Maximilian, wir wünschen dir viel Gesundheit, weiterhin viel Erfolg mit dem VfL. Und dass du so bodenständig bleibst, wie du bist. Alles Gute. Ich wünsche mir für deine Zukunft, dass du hungrig bleibst und weitere Rekorde knacken kannst. Und vor allem, dass du deine Leidenschaft, deine Disziplin und deinen Ehrgeiz beibehältst und dann deine Kinder weitergeben kannst. Max, großes Fan-Interview jetzt gerade. Wie war es denn für dich, endlich mal anständige Fragen gestellt zu bekommen und nicht immer die Grütze von Wölfe-TV? Ja, du hast alles auf den Punkt gebracht. Ne? Die Grütze, die kann ja schon keiner mehr hören. Deswegen war es wirklich eine wunderschöne Abwechslung. Hat sehr viel Spaß gemacht auch. Und ich hoffe, dass in Zukunft mehr so eine Interviews kommen und nicht mehr ihr mit eurem ganzen Scheiß. Gibt es einen Fanshop? Das nicht? Nee, das nicht. Das nicht. Also wir warten hier sehnsüchtig auf die Mannschaft. Gleich soll ja das Training stattfinden. Was machst du hier? Ja, ich habe schon alles vorbereitet. Ich bin jetzt nur Zeugwart, habe hier schon die Sachen alle hingelegt. Also die Mannschaft kann kommen und dann hauen wir Gent morgen weg. Ne? So schaut's aus. So schaut's aus, Max. So schaut's aus. Ich glaube, als kleiner Junge hat man Träume schon von klein auf, so dass man Champions League spielt, Nationalmannschaft, so viele Titel wie möglich sind. Aber ich wage mich jetzt nicht zu sagen, ja, das sehe ich mich jetzt in 10 Jahren, sondern Fußball ist einfach ein reines Tagesgeschäft. Und das ist sehr schwer, jetzt eine Prognose abzugeben und deswegen mache ich das nicht. Wir haben jetzt am Wochenende ein schweres Spiel vor der Brust und nur das zählt.